Die Autostadt Salzburg hat sich nicht für eine Mobilitätsprofessur beworben und zeigt sich somit nicht am Rad und nachhaltiger Fortbewegung interessiert. Jetzt im So-Wochenkommentar. Salzburg will eine Autostadt bleiben. Denn trotz des fortschreitenden Klimawandels sind nachhaltige Fortbewegungsmittel zweitrangig. Eine Professur für Mobilitätsforschung rollt an Salzburg vorbei nach Innsbruck, da sich die Universität Salzburg nicht dafür beworben hat. Die Stadtregierung behauptet, nichts von der öffentlich zugänglichen Ausschreibung gewusst zu haben. 1,5 Millionen Euro wären vom Klimaschutzministerium in den ersten 5 Jahren geflossen. Die Universität spricht von zu hohen Kosten nach dieser Förderperiode. Doch es fehlt wohl an dem nötigen Willen, denn für Innsbruck war es auch möglich, Geldgeber zu finden. Das Ministerium hätte die Professur gerne nach Salzburg gebracht. Denn was dort im Gegensatz zu hier erkannt wurde, der Fachbereich für Geoinformatik ist ideal dafür geeignet. Auch die Stadtregierung hätte von den Ergebnissen profitieren können. Von Lösungen, um Autos aus der Stadt rauszubringen, statt sie mit dem geplanten Ausbau der Mönchsberg-Garage erst recht anzulocken. Radverkehrskoordinator Peter Weiß sagt, die Mozartstadt habe das am besten ausgebaute Radwegenetz im Landeshauptstädtevergleich. Wer wäre also besser für Forschung in diese Richtung geeignet als wir? Es gibt gute Radverbindungen entlang der Salzach oder durch die Hellbrunner Allee. Aber um langfristig vom Auto auf nachhaltige Alternativen umsteigen zu können, muss die Stadt auch das Angebot an Radwegen ausbauen und verbessern. Gefährliche Stellen müssen entschärft werden, Radwege verbreitert und vom Fußweg getrennt werden. Angesichts des Klimawandels, der auch vor der Festspielstadt keinen Halt machen wird, ist dieses ablehnende Verhalten veraltet und rückständig. Wie lange wollen wir warten, bis endlich ein Umdenken stattfindet, dass wir unser Mobilitätsverhalten ändern müssen? Diese Ignoranz gegenüber nachhaltiger Fortbewegung bestätigt nur das Bild, das spätestens seit dem fragwürdigen Garagenausbau aufgekommen ist. Salzburg ist eine Stadt für Autos und hat auch nicht vor, daran etwas zu ändern.